Und herzlich willkommen zum vorletzten Part von Star Fox Adventures. Ja, jetzt holen wir uns die letzten zwei Kurosawa-Geister. Hier holen wir uns erstmal den ersten, also den vorletzten. Nicht den ersten, den ersten haben wir in Part 1 geholt. So. Okay, das ist der zweitschwerste Test. Aber ich habe das schon so oft gespielt, ich meine, ob ich es im ersten Versuch hinkriege, keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber es könnte sein, weil ich habe das schon mal geschafft, den ersten Versuch zu schaffen. Das ist ganz einfach. Nee, was sage ich? Das ist ganz einfach. Ja, schon ganz einfach. Wenn man muss auf jeden Fall das einmal gesehen haben, was man eigentlich machen muss. Und das alles speichern im Kopf, wo was... Ja, ich spoiler jetzt so viel, aber ihr seht das eh gleich. Wo was hingehört, das ist so ein Test des Wissens. Da muss man Gegenstände richtig zuordnen können. Lol. Okay, ich dachte schon, das funktioniert nicht. Richtig zuordnen können, wo das herkommt. Also jetzt kriegt man zum Beispiel Gegenstände und lol, der Weg ist blockiert. Nein, ist er nicht. Man kriegt Gegenstände, zum Beispiel ein Goldzahn. Gehört zum Tempelstadt. Und da sieht man Bilder und da müssen wir uns reinlegen in so Schälchen. Und das wird ihr jetzt alles sehen, indem wir einfach hier durchgehen. Und okay, nee, da hinten ist der Crossover. Sieht man schon. Ganz schwach. Da hinten. So, los. Das tut mir überhaupt nichts, das Feuer. Ist so schwach, dass ich einfach durchlaufe. So. Hier sind wir. Und los. Test 5. Test des Wissens. Ordne die Items dem entsprechenden Level zu. Wenn du siegst, werde ich dich zum Kurosawa-Palast begleiten. Alles klar. Was ist das? Das gehört... Nein, nicht da rein. Lol, da hinten. Das ist nämlich diese Flöte, was man im Cold Runner-Festung bekam. Oh, okay, ich glaube, ich habe es schon verkackt. Meteorit, das kam da hinten in der Ecke. Weiß ich noch ganz genau. Ja, ist richtig. Okay, ich sag mal lieber nix. Doch, ich sag viel. Goldzahn, kommt da hinten. Ja, genau. Uff. Oder? Ich hoffe. Ja! Das ist Tempelstadt. Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck. Oh, 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 was ist das für... Scheiße, Scheiße. Nein, das ist falsch, das ist falsch. Oh, da hinten war es. Verdammt, es könnte sein, dass ich schon verloren habe. Verloren habe. Oh, jo, 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 schneller, schneller, schneller. Das kommt da hinten hin. Wie viele muss ich noch machen? Und jetzt noch eins, glaube ich. Hoffe ich. Ja! Oh! Erster Versuch! Geschafft! Wow! Das hatte ich bis jetzt nur einmal gehabt. Das ist das zweite Mal. Wow! Eigentlich packt man das nicht im ersten Versuch, aber ich habe das schon so oft gespielt, das Spiel. Oh, das muss einfach sitzen im Kopf. Glas. Ich war aber schon im Stress. Aber was wäre gewesen? Ja, ich war schon vorbereitet, dass ich es nicht schaffe. Zufällig habe ich es geschafft, mal Skill gezeigt, als Fail. Geschafft, du hast den fünften Crossover-Geist errungen. Er wird so lange bei dir bleiben, bis du ihn bla 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 zurückbringst zum Crossover. Bla 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 bla. Okay, los geht's. This is it, Tricky. It's time to say goodbye. I know you're right, Fox. It's just... Yeah, I know. I'm gonna miss you too. Without your help, this mission would have failed. So I've got something for you. Prince Tricky, Earthwalker, you are now an honorary member of the Star Fox team. Dad, did you hear that? Me, a member of Star Fox! Do I get my own spaceship? I'll come and visit you soon. Just don't make it too long, okay? Ja, wir sehen Tricky nicht mehr. Wir fliegen jetzt ohne ihn weg. Ja, er folgt uns aber noch.
Wir werden ihn bald besuchen, hat Fox gesagt. Und das stimmt! In Star Fox Assault! Da werden wir ihn wieder sehen. Ob ich Star Fox Assault Let's Playen werde? Ja. Aber nicht nach Star Fox Adventures. Ich... Oh, lol. Leck. LOL! Jetzt... Muss ich jetzt das Spiel ausschalten oder was? Nee, danke. Ja, in Star Fox Assault, das werde ich erst Let's Playen. Was weiß ich, im nächsten Jahr oder so. Erstmal Pause machen mit Star Fox. Jetzt müssen wir den Cruiser wegbringen. Wir fliegen jetzt direkt zum Cruiser Palast. Nicht mehr zum Dinosaurierplaneten, zum Werbstein und so. Nein, direkt. Deswegen habe ich ja, musste ich das schon vorhin, also im vorletzten, ist, stimmt das jetzt? Letzten Part das machen. Augenblick. Mit den Sheet-Tokens fertig. Genau, das meinte ich mit dem vorletzten Part, da musste ich den Sheet-Tokens machen. Oder vorvorletzten Part, sowas. Und das kommt ja erst, nachdem ich Andros besiegt habe, dieser Part. So, als erstes hier mal hier das Schaffen und Durchfliegen. Irgendwie kam es mir so nur so vor, oder? Ja? Ja, oder fliegen wir jetzt die gegenüber Seite, also gegen die Richtung, die wir sonst immer fliegen? Nee, das ist dieselbe Strecke. So, okay, den Ring haben wir. Ich habe keinen Bock, 10 Ringe zu schnappen, aber ich versuche es trotzdem. Der Ehrgeiz ist einfach da. Ich will es einfach hinkriegen. Ich habe sonst immer hingekriegt. Immer. Also, als ich nie das Let's Play habe und so. Und das... Jetzt, wo ich Let's Play, kriege ich das nicht hin. Oberfail. Ich mache schon wieder Fails. Aber es könnte sein, dass ich diesmal hinkriege. Ja, komm, ey. Seid mal gnädig zu mir. Als neuer Let's Player hier. Ja. So, los. Habe ich es geschafft? Bäh, na klar, hab ich's geschafft. Und waren es 10 Goldringe oder habe ich so viel geschwitzt, dass ich irgendwas verpasst habe? Ich habe voll verpasst alles. Oh, verdammt! Nee, warte! 975. Ach, keine Ahnung. Da sind wir. Das Crystal, Baby! So, wir müssen jetzt den Crossover erstmal abgeben. Dafür müssen wir. Müssen wir nochmal lang? Alzheimer. Ich hab's vergessen. LOL. Nee, ich hab's nicht vergessen. So, ich weiß genau, wo wir lang müssen. Erstmal, lol, hier geht's nicht runter. Wir müssen erstmal runter. Eine Etage, glaube ich. Oder so. Hier gibt man nichts ab. Nee. Ja, ich sag euch schon mal, wo der vorletzte. Also, der letzte Crossover ist da hinten. Das öffnet sich, wenn man 5 Crossover-Geister abgegeben hat. Dann können wir den letzten Crossover holen. Erstmal hier runter. Okay. Wo müssen wir jetzt lang? War das hier oben nicht gleich? Nee, das war nicht hier oben. Wo war das? War das da? Da gibt es noch so einen Weg, den wir noch nicht gemacht haben. Das müsste hier gewesen sein. Denke ich mal. Ja. Nee, nicht da. Aber warte. Doch, das. Da hinten. Da hinten, ich sehe schon. Wo die roten Fackeln sind. Doch, ich habe ein gutes Gedächtnis. Ja. Wieso wiederhole ich das so oft? Eigentlich habe ich gar kein gutes Gedächtnis, aber wenn man so oft das Spiel hier spielt, muss es einfach sitzen im Kopf. Da müssen wir lang. Genau. So. Ui, das war knapp. What the hell? Warte mal. Da stimmt was nicht. Ah, ich wollte schon sagen. Ja, hier müssen wir so durchfliegen. Und dann können wir hier durch. Und au. Du kleiner Sackgesicht, du. Okay, sterben und krepieren und was weiß ich was noch. Hauptsache, leck mich am Arsch. So.
Das haben wir geschafft. Hier gibt's nichts mehr, oder? Nein, hier gibt's nichts mehr. Na gut dann. Baby! Baby! Ja. Ja, der fünfte Crossover ist da. Da ist er. Den sieht man zwar nicht, erst später. So, jetzt. Ich bin gerade im Überlegen, irgendwas wollte ich nämlich sagen. Keine Ahnung, hab's vergessen. Okay, egal. Wenn ich's vergessen habe, kann es nicht so wichtig gewesen sein. So, den letzten Crossover holen wir uns jetzt. Und dann kommt der Bosskampf. So. Eigentlich, ich glaube, ich habe schon vorher gespoilert, dass man den Bosskampf und den Crossover dann kriegt. Also beim Bosskampf. Wo ich gesagt habe, das ist so etwas geflunkert. Das stimmt nicht so richtig. Ich spoiler so viel. So, los geht's. Ja. Wir haben es so gut wie geschafft. Da geht's hoch? Nein, da geht's runter. Da hinten geht's hoch. Und wenn wir das geschafft haben, dann sehen wir uns wieder im nächsten Let's Play. Dann lade ich nämlich noch den Spezialpart da hoch, wo Fox die ganzen Cheat-Tokens also wegbringt. Bla bla bla. Ja, und das war's dann eigentlich auch. Irgendwas wollte ich. Ich komme nicht mehr drauf. Ach, egal. Ja, ich bin sehr stolz. Ich überlege einfach, wenn die Videosequenz gleich kommt. Ja, es kommt gleich eine Videosequenz. So, währenddessen überlege ich, was ich wollte. Keine Ahnung. Ich komme, glaube ich, nicht mehr drauf. Okay. Oh, man sieht nur einen Weg. Sofort zum Crossover. Obwohl da kein Crossover ist. Eine Plattform? Hä? Oh, okay. Ich dachte, jetzt kommt die Videosequenz nicht. Okay, Tesschen. So, wer könnte uns erwarten? Wir haben noch nicht gegen General Scales gekämpft. Ja! Unser Mächtigen Endboss ist... Ja. I've been waiting for you, Fox McCloud. Yeah! You may have returned the Spellstones, but the war is not over yet. Now you must face me. So, wir müssen gegen ihn kämpfen. Der ist total schwer. Stop. Nein. Scales, you are no longer any use to me. Who are you? I demand you show yourself! I am the one you brought to Krazoa Palace. The Earthwalkers could see me, but you could not. I don't understand. No, I didn't think you would. Your desire for power overwhelmed you and blinded you to the truth inside. Now give Fox what he's looking for. Give him the final Krazoa spirit. You will regret this. It was in him all this time. But that voice, I recognize it from somewhere. Ja, ich kann jetzt wieder reden, glaube ich. Ja. Das war nicht der Endboss. Tja, das war nur ein Fail. Aber einen Kampf hätten die ruhig machen können gegen Skulls. Das war ja gar nichts. Waffe gezogen und das war's. Videosequenz. So. Unser Endboss kommt jetzt im nächsten Part. Aber. Ja, im nächsten Part. Kommt unser Endboss. Und das ist nicht Skulls gewesen. Nein. Star Fox Adventures Fans wissen ganz genau, wer das ist. Ja. Aber ich sag's nicht. Wir sehen es im nächsten Part. Also sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.